in den vergangenen 2 oder 3 Predigten habe ich mich schon um ein Thema gekreist, die ich heute mehr in der Mitte treffen will. Und letzte Woche waren wir hier am Sonntag beim Taufgottesdienst und da war auch dieses Thema dran, Befreiung. Und ich möchte mich mit diesem Thema heute ein bisschen beschäftigen, aber damit wir vielleicht ganz kurz zurückgehen, was die letzten Predigten war, werde ich einige kurze Dinge vorbringen. Zunächst ist die Frage natürlich, brauchen wir diese Befreiung und Freisetzung oder Dämonenaustreibung? Oder dürfen wir es oder sollen wir es praktizieren? Oder sogar müssen wir es praktizieren? Diese Fragen habe ich mich gefragt und ich habe mich auch gefragt, was tun wir, wenn in unserem Glaubensleben Hindernisse und Blockaden für eine längere Zeit in unserem Leben sind? Wie verhalten wir uns dann? Was können wir dagegen tun? Und ich habe davon gesprochen zuvor, dass man dem Lehrer folgen soll. Die haben die Ratschläge gegeben, die Gebote gegeben, die angenommen befolgt werden sollten. Da haben wir gesehen, wie Mose den Josua alles aufgetragen hat, wie es weitergehen soll. Josua hat später, kurz vor seinem Tod, das auch gemacht. Und wir haben gesehen, dass auch Samuel es getan hat als Prophet. Er hat als letzter Richter den König gewählt und er hat den Saul gesalbt. Und der Saul, er hat sich in die Arbeit zunächst hineinbegeben, aber später hat er seinen Weg und seinen Kurs geändert. Und auch haben wir gesehen, dass Jeschua auch zu seinen Jüngern gelehrt hat, und ihnen Dinge aufgetragen hat zu tun. Und die Frage ist, ist es so geblieben? Sind sie diesen Aufforderung nachgekommen? Zu einem Teil ja, aber nicht gleich und auch nicht für lange Zeit. Denn wir sehen, dass die Institutionen und Kirchen die Gemeinde übernommen haben. Sie haben die Worte Jeschuas verbleichen lassen. Sie haben die Gemeinden eingeschränkt in ihren Wirkungen. Die Lehren haben sie verfälscht, die Lehren der Bibel. Dann haben sie Heidentum hineingebracht ins Reich Gottes, in die Gemeinde. Und wenn wir heute schauen, unsere Gesellschaft freut sich, wenn draußen die Narren los sind, aber wenn die Prediger rausgehen, will keiner das hören. Und so weit sind wir, dass unsere Gesellschaft einfach lieber das andere möchte. Und die Frage ist, wie effektiv und wie gehorsam ist die Gemeinde den Worten Jeschuas gegenüber? Dann habe ich auch davon gesprochen, dass Paulus den Timotheus als sein Nachfolger verschiedene Anweisungen gegeben hat, dort auch der Lehrer und der Schüler. Er hat gesagt, im Dienst hat er viel Widerstand aus den Gemeinden, viele haben ihn verlassen zum Schluss. Und dort aus der Predigt war ein Hauptvers in 2. Timotheus 2, 21. Wenn nun jemand sich von solchen reinigt, da war von den verschiedenen Gefäßen die Rede, wenn sich jemand von solchen reinigt, wird er ein Gefäß zu Ehren sein, geheiligt und dem Hausherrn nützlich zu jedem guten Werk. Timotheus hat die Anweisung von Paulus bekommen, wie er sich effektiv in der Gemeinde einsetzen kann. Und er hat auch gesagt, was man tun muss,
damit man ein nutzbares Gefäß wird, nämlich sich reinigen und sich gebrauchen lassen, also auch tun. Und ich habe auch schon von König Saul und Samuel gesprochen, wie er so gut angefangen hat, aber sein Ende war leider gar nicht so gut. Nämlich, er hat, wie wir wissen, zum Schluss, obwohl er mit dem Geist Gottes erfüllt war, kam ein böser Geist auf ihn später, weil er rebellisch war, ungehorsam war. Und dann hat ihn ein böser Geist geplagt und David diente ihm mit Harfenspiel und hat so durch sein Gesang und Lieder hat er den bösen Geist eine Zeit lang von ihm wegbekommen. Und da habe ich auch gesagt, dass Saul seinen besten Helfer, seinen besten Mann, sowohl im Geistlichen als auch im Kriegerischen, seinen besten Mann hat er mehrfach und über Jahre hindurch versucht, umzubringen. Und das ist eine natürliche Erscheinung in Konkurrenz, in diesem Weltgetriebe Satans. Da ist es in Politik, im Business und leider auch in manchen Gemeinden so, dass man wirklich gegen den Helfer vorgeht, dass er vielleicht nicht so dient, wie Gott gerne dem anderen das ermöglichen würde. Das ist schade. Und wenn wir zurückkommen, nur um zu zeigen, dass auf der einen Seite der Geist Gottes wirken kann bei einem Menschen und genauso das Schlechte, möchte ich nochmal kurz den Judas anschauen. Er ist auch mit den 12 rausgegangen und hat die Geistaustreibungen gemacht, die Heilungen gemacht. Und Jeschua hat die 12 ausgesandt und er hat sie angehaucht, damit sie den Geist empfangen, damit sie Vollmacht empfangen. Und den Worten, was der Meister ihnen aufgetragen hat, dass sie dem nachkommen. Und sie haben es getan und sie haben sich gefreut, dass dies möglich war. In Matthäus 10, Vers 1 heißt es, da rief er seine Jünger zu sich und gab ihnen Vollmacht über die unreinen Geister, sie auszutreiben und jede Krankheit und jedes Gebrechen zu heilen. Vers 7, geht aber hin, verkündet und sprecht, das Reich der Himmel ist nahe herbeigekommen. Heilt Kranke, reinigt Aussätzige, weckt Tote auf, treibt Dämonen aus. Umsonst habt ihr es empfangen, umsonst gebt es. Und wir haben ja auch die Frage gestellt, warum hat man dann später Judas den Sohn des Verderbens genannt? Warum? Weil später der Satan in ihm fuhr und er hat Jeschua verraten und er hat sich zum Schluss selber erhängt. Ähnlich wie es auch Saul gemacht hat, er ist zu der Zauberin gegangen, Totenbeschwörerin, und hat sein Leben selber auch ein Ende genommen. Und da sehen wir, dass diese Geister nicht zum Spaßen da sind, sondern die machen ganze Sache, und das sollte die Leute ein bisschen wachrütteln, auch die Leute, die zuvor mit dem Geist Gottes zu tun haben. Wenn ich zurückschaue auf das, was Jeschua seinen Jüngern gesagt hat, damals, er hat auch nach der Auferstehung, hat er seinen Jüngern und auch zu allen Nachfolgern etwas gesagt. Und ich denke, dass dieser Auftrag heute noch besteht, dass sie gültig ist für uns alle. Und wir alle kennen diese zwei zusammengefasste Reden, wo kurz vor seiner Himmelfahrt gesagt hat, das steht einmal in Matthäus 28, Vers 18 bis 20 und Markus 16, Vers 15 bis 18. Ich lese sie, damit es uns wieder in Erinnerung klingt. Matthäus 28, 18. Und Jesus trat herzu, redete mit ihnen und sprach, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. So geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker und tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles zu halten, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Weltzeit. Amen.
und Markus 16, 15 und folgende. Und er sprach zu ihnen: Geht hin in alle Welt und verkündet das Evangelium der ganzen Schöpfung. Wer glaubt und getauft wird, der wird gerettet werden. Wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. Diese Zeichen aber werden die begleiten, die gläubig geworden sind. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben, sie werden in neuen Sprachen reden, Schlangen werden sie aufheben, und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nicht schaden. Kranken werden sie die Hände auflegen und sie werden sich wohl befinden. Also die Frage vom Anfang erübrigt sich, wenn wir uns das fragen: Brauchen wir es, dürfen wir es oder sollen wir es praktizieren? Ich denke, wir müssen es. Wenn wir diese Worte hören, dann ist es ein Auftrag. Wir müssen es. Die Frage ist, sind wir gehorsam, um es zu tun? Ich habe schon manchmal von meinem Traum erzählt, 1991. Und einer der Sätze, wo ich damals bekommen habe, wo Jeschua mir gesagt hat, er sagte: Jakob, wenn du mein Wort nicht gehorchst, muss ich dich in die Hölle schmeißen. Und für mich ist klar, ich muss meinem Lehrer gehorchen. Wenn jemand das ein bisschen anders sieht oder noch ganz anders sieht, ist es deine Sache. Aber ich muss meinem Meister und Herrn gehorsam sein. Und seine Worte, diese Worte, wo wir heute haben, schaut, die Leute, wo es getan haben und hinausgegangen sind, keiner von den Leuten der Bibel hatte eine Bibel. Die hatten das nicht. Wir lesen im Neuen Testament, dass Paulus sagt, bring die Pergamente mit, also Bibelrollen wahrscheinlich, oder Teile der Bibel, wahrscheinlich irgendwelche Mosebücher oder sonstige Bücher. Aber so komplett hatte es niemand, niemand zuvor. Ja? Und wir sehen so leicht drüber hinweg. Die Worte sind gegeben, sie sind befohlen und es steht an uns, ob wir dem nachkommen. Für den heutigen Eingangstext habe ich aus Markus 7, Vers 20 und ja, das untere lese ich auch, aber hauptsächlich ab 20 bis 23 ist mir hier in Markus 7 wichtig. Er sprach aber, was aus dem Menschen herauskommt, das verunreinigt den Menschen. Denn von innen, aus dem Herzen des Menschen, kommen die bösen Gedanken hervor: Ehebruch, Unzucht, Mord, Diebstahl, Geiz, Bosheit, Betrug, Zügellosigkeit, Neid, Lästerung, Hochmut, Unvernunft. All diese Böse kommt von innen heraus und verunreinigt den Menschen. Und dann geht es weiter. Er kommt nach Phönizien und dort begegnet eine Frau, sucht ihn eigentlich. Und die Frau kommt und kommt zu Jeschua und sagt, dass die Tochter von ihr einen Dämon hat, er soll doch bitte sie heilen. Und Jeschua in Vers 27, aber Jeschua sprach zu ihr: Lass zuvor die Kinder satt werden, denn es ist nicht recht, dass man Brot den Kindern nimmt und es den Hunden hinwirft. Sie aber antwortete und sprach zu ihm: Ja, Herr, und doch essen die Hunde unter dem Tisch von dem Brosamen der Kinder. Und er sprach zu ihr: Um dieses Wortes willen, geh hin, der Dämon ist aus deiner Tochter ausgefahren. Und als sie in ihr Haus kam, fand sie, dass der Dämon ausgefahren war und die Tochter auf dem Bett lag. Hier sehen wir, dass aus dem Herzen verschiedene Dinge kommen können, die gar nicht so gut sind. Die sind nicht gut. Sie klingen sogar schrecklich für einen gläubigen Menschen. Und doch sind sie da. Wenn du so religiös bist und sagen kannst, diese Dinge sind bei mir nicht der Fall, bei mir kommen diese Dinge nicht aus dem Herzen, dann
gratuliere ich dir. Der nächste bitte. Aber wenn wir ehrlich sind und uns kontrollieren, was durch unsere Herz und Gedanken geht, dann müssen wir erkennen und zugeben, dass ja, irgendwo sind da Zugänge, wo der Feind uns drangsaliert mit diesen Dingen. Ob du ehrlich bist oder nicht, ist ja an dir. Aber wenn du ehrlich bist, dann erkennst du diese Dinge als einen Angriff auf dich. Und mich wundert es, warum es gerade aus dem Herzen kommen soll. Was ist unser Herz? Ist es unsere Seele, unser Bewusstsein, Gesinnung, Gedanken, Willensentscheidung? Was ist unser Herz? Aber anscheinend ist es etwas tief verwurzelt mit unserer Persönlichkeit. Und dort hinein oder aus, von dort unten heraus kommen diese unglaublichen Dinge hervor. Aber es gibt viele Schriftstellen, die gerade an gläubige Menschen gerichtet sind, wo mit diesen Dingen sich beschäftigen. Dort, wo der Christ nachgibt in diesen Gedanken, in diese und in Handlungen sogar hineingeht, ja, und oder vielleicht zu schwach ist, entgegenzustehen. Und dann haben wir Schriftstellen wie in Jakobus 4, Vers Kapitel 4, Vers 4 bis 10, dort heißt es, ihr Ehebrecher und Ehebrecherinnen, was ihr, wisst ihr nicht, dass die Freundschaft mit der Welt Feindschaft gegen Gott ist? Wer also ein Freund der Welt sein will, der macht sich zum Feind Gottes. Oder meint ihr, die Schrift rede umsonst, ein eifersüchtiges Verlangen hat der Geist, der in uns wohnt? Umso reicher aber ist die Gnade, die er gibt, darum spricht er, Gott widersteht dem Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. So unterwerft euch nun Gott, widersteht dem Teufel, so flieht er von euch. Naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Reinigt die Hände, ihr Sünder, und heiligt eure Herzen, die ihr geteilten Herzen seid. Fühlt euer Elend, trauert und heult, euer Lachen verwandle sich in Trauer und eure Freude in Niedergeschlagenheit. Demütigt euch vor dem Herrn, so wird er euch erhöhen. Hier ist das Wort an Gläubige gerichtet, Gemeindeleute. Und es ist klar, dass auch der letzte Vers hier das betont, dass man Früchte der Buße bringen soll. Denn man kann nicht in Dinge hineinkommen und dann sagen, oh Herr, bitte nochmal vergeben und nochmal und nochmal. Nein, Gott will, dass du es ehrlich ablegst, die Sünde. Nenn sie bei Namen und leg sie ab. Klagelieder in Jeremia, da gibt es auch ein Vers, wo mir heute Morgen eingefallen ist, da heißt, was murren denn die Leute? Ein jeder solle gegen seine eigene Seele, Sünden murren. Das ist doch ein guter Vorschlag. Murret nicht gegeneinander, murre gegen deine Sünden. Komm dagegen an. Ja? Komm gegen die Sünden an. Und nachher sehen wir auch, wie diese Jakobusstelle wichtig ist und ihr helfen in diesem Reinigungsprozess, um auf eine höhere Ebene zu gelangen geistlich, damit du in Kraft und Vollmacht und mit den Gaben Gottes dienen kannst. Es ist wichtig. Also Jakobus hat diese Schriftstelle nach meiner Überzeugung an die Gemeindeleute geschrieben und ich rede jetzt auch zu den Gemeindeleuten. So, es sind die Worte aus der Schrift und die Schrift ist eingegeben von Gott zur Korrektur. Das sagt Timotheus. Ich habe mir auch überlegt, was würde Satan oder die böse Welt am liebsten tun? Was würde sie am liebsten machen? Wenn ich die Leute in der Gemeinde fragen würde, ich denke, die meisten würden sagen, ja,
Er wird versuchen, dich abzuhalten, dass du dich nicht bekehren tust. Ja, sicher wird er das tun. Und was ist, wenn manche Gläubige doch die Aufforderung, geht hin in alle Welt, nachfolgen würden und mehr evangelisieren würden? Dann würden sich doch mehrere Leute bekehren, richtig? So, und dann, was wird er dann machen müssen, der Satan? Er hätte es ja nicht verhindern können, weil die Leute, die ihre Arbeit getan haben und missioniert haben, würden sich bekehren und dann müssten sie wieder weiterschauen. Was würden sie dann machen? Ich denke, wenn ich in Matthäus 13 lese, dass dies einer der allerhöchsten Ziele Satans ist. Dort ist dieser Gleichnis vom Seemann. Und es ist, ich denke, der einzige, wenn ich mich recht erinnere, von Gleichnissen, wo Jesus erklärt. Er erklärt es. Sonst spricht er in Gleichnissen und er sagt, ja, okay, so und so sieht es aus. Er erklärt auch noch den anderen, wo der Same auswirft, gute Samen, und nachts kommt der Feind und es ist der Feind, der den schlechten Samen auswirft. Aber hier diese Gleichnis über den Seemann, den erklärt er sehr, sehr trefflich und auch, was der Feind wirklich im Hintergrund tut. Er zeigt es auf. In Matthäus 13, Vers 3, ihr kennt die Schriften, aber ich lese sie trotzdem. Und er redete zu ihnen vieles in Gleichnissen und sprach, siehe, der Seemann ging aus, um zu sehen. Und als er säte, fiel etliches an dem Weg, und die Vögel kamen und fraßen es auf. Anderes aber fiel auf dem felsigen Boden, wo es nicht viel Erde hatte. Und es ging sogleich auf, weil es keine tiefe Erde hatte. Als aber die Sonne aufging, wurde es verbrannt, und weil es keine Wurzel hatte, verdorrte es. Anderes aber fiel unter die Dornen, und die Dornen wuchsen auf und erstickten es. Anders aber fiel es auf das gute Erdreich und brachte Frucht, etliches hundertfältig, etliches sechzigfältig und etliches dreißigfältig. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Diesen Abschnitt als Gleichnis erklärt er, und wir können es gut bildlich vorstellen, so im Sichtbaren, was so geschieht mit einer Same, wo ausgestreut wird. Und jetzt zeigt er aber, was im Unsichtbaren geschieht mit dieser Same. Und die Auslegung von diesem Gleichnis ist folgendes, ab Vers 18 im gleichen Kapitel. So hört nun ihr das Gleichnis vom Seemann. So oft jemand das Wort vom Reich hört und nicht versteht, kommt der Böse und raubt das, was in seinem Herz gesät ist. Das ist der, bei dem es an dem Weg gestreut war, auf dem felsigen Boden gestreut. Aber ist es bei dem, der das Wort hört und sogleich mit Freuden aufnimmt. Er hat aber keine Wurzel in sich, sondern ist wetterwendig. Wenn nun Bedrängnis oder Verfolgung entsteht um des Wortes willen, so nimmt er sogleich Anstoß. Unter die Dornen gesät aber ist es bei dem, der das Wort hört, aber die Sorgen dieser Weltzeit und der Betrug des Reichtums ersticken das Wort, und es wird unfruchtbar. Auf das gute Erdreich gesät aber ist es bei dem, der das Wort hört und versteht und bringt dann auch Frucht. Und der eine trägt hundertfältig, ein anderer sechzigfältig, ein dritter dreißigfältig. Und hier geht es schon wieder um das Herz. Der Teufel geht und will das Wort aus dem Herzen rauben. Wir wissen aber auch, dass das Wort Jeshua selbst ist. Wenn jemand Jeshua annimmt und das Wort des Glaubens bei ihm wirksam wird und neues Leben entsteht, jetzt kommt wirklich das Höchste, was Satan in seine Ziele gesetzt hat, dass er das erstickt, dass er das unfruchtbar macht, dass er das eindämmt um jeden Preis.
Zu Recht hat Jeschua von ihm gesagt in Johannes 10, Vers 10, er ist ein Dieb, ein Mörder und Zerstörer von Anfang an. Und das macht er bei den Menschen auch. Was mich in diesem, ihr seht es ja, es ist gut, dass ihr es mitlesen könnt. Aber was mich erschreckt in diesem Gleichnis, da werden vier verschiedene Typen aufgezeichnet und drei davon erliegen dem Satan. Das ist wirklich schwer zu verdauen. Und das sollte uns was sagen. Und ich möchte einfach nur als Hinweis, als kurzen Hinweis sagen, Israel war oft gottesfürchtig und es war oft götzendienerisch. Aber es gab Zeiten, wo wirklich nur ein kleiner Überrest, ein heiliger Überrest, sich von allem bewahrt hat und die war sehr klein. Und wir kommen in eine Zeit hinein, wo wir uns fragen müssen, kriegen wir Kraft, kriegen wir diese Möglichkeit, dass das Wort in uns aufgeht und Frucht bringt? Oder erlauben wir es, dass es erstickt wird, geraubt wird? Ihr müsst euch diese Fragen stellen. Aber ich sehe, die einzige Möglichkeit ist, zu bestehen, wenn wir Frucht bringen. All die anderen, die sind eingegangen. Und seht, und das möchte ich jetzt auch unsere Geschwister in Karlsruhe sagen, wenn sie meinen, es gibt verschiedene Ansichten, verschiedene Meinungen, tu das Wort Gottes, tu es einfach, tu es, tu es. Und Gott wird dich segnen, Gott wird dir Frucht geben. Man muss sich wirklich auf das Wort Gottes fokussieren und nicht, was denkt der eine oder andere, was ist dem wichtig oder dem anderen. Einfach gehorchen, Glauben tun und dann kommt die Frucht. In Johannes 1, Vers 11, da heißt es, er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Allen aber, die ihn aufnahmen, denen gab er das Anrecht, die Vollmacht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Ich möchte nochmal erinnern, Jeschua hat gesagt, geht in alle Welt, mir ist gegeben alle Macht, alle Vollmacht und ich werde bei euch sein alle Tage bis ans Weltende. Was heißt das, wenn er mit uns ist? Dass sein Vollmacht, sein Macht mit uns ist. Und wenn das der Gläubige nicht weiß und es nicht ausübt, dann macht er das nicht. Dann lässt er sich einfach ersticken. Dann lässt er sich zudecken. Dann lässt er sich verwelken. Dann kommt er nicht, dass er gute Wurzeln schlägt. In dem Gleichnis von den Talenten, in Matthäus 25, Vers 14 bis 18, da heißt es, denn es ist wie bei einem Menschen, der außer Landes reisen wollte, seine Knechte rief und ihnen sein Güter übergab. Dem einen gab er 5 Talente, dem anderen 2, dem dritten 1, jedem nach seiner Kraft, nach seiner Fähigkeit. Und er reiste sogleich ab. Da ging er hin, welcher die 5 Talente empfangen hatte, handelte mit ihnen und gewann 5 weitere Talente. Und ebenso der, welcher die 2 Talente empfangen hatte, auch er gewann 2 weitere. Aber der, welcher das eine empfangen hatte, ging hin, grub die Erde auf und verbarg das Geld seines Herrn. Hier sehen wir, dass jedem nach seiner Fähigkeit gegeben wird. So, Gott gibt seine Gaben nach unseren Fähigkeiten. Und weil er uns kennt, wird er auch
uns so einstufen, wie er es möchte, wie er es weiß, dass es richtig ist bei dir. Aber wenn jemand sagt, ich habe ja nur ein Talent bekommen, ich vergrabe es lieber, wird er froh sein drum? Nein, wenn wir dort weiterlesen, sehen wir, dass er gar nicht froh war über diesen Knecht. Hingegen dem, wo er mehr gegeben hat und hat eifrig gearbeitet und er hat gesagt, ei du treuer Knecht, du warst über so viel treu, ich werde dich über mehr setzen. Und auch den anderen, der wo Stufe tiefer war, auch der hat gehandelt und Gewinn erzielt und er hat ihn gelobt. Jetzt, wenn ich zum Beispiel diese Gaben oder Fähigkeiten, die er gibt, in verschiedenen Ebenen einteilen würde, sagen wir Stufe 1, Ebene 1, Ebene 2, Ebene 3 oder von mir aus bis 10, ist egal. Was wäre richtig? Natürlich, dass man hochkommt in die Ebenen, dass man wirklich für den Herrn mit allem dient. Nicht nur mit ein Talent, sondern mit mehr. Wenn ich dazu gewinne und aus 1 2 mache, dann mache ich mit 2 weiter und dann wird es 4 und dann wird es 8. Oder selbst wenn es nur 5 wird aus 4, ist wenigstens ein Gewinn. Wir sehen auch, dass bei Jeschua er den Geist ohne Maß bekommen hat. Das heißt, er war voll in allem und er konnte wirklich in jeder Richtung dienen. Und Gott hat alles gesegnet, egal was er vor ihm stand als Not. Aber für uns, manche sagen, ah, ich habe ja nur diese Gabe, ich mache nichts. Ja, ich habe die Arbeit, ich habe meine Familie, ich habe meinen Hund, ich habe meine Katze, ich habe mein dies und ich habe mein Hobby und sonst was. Und sie machen nichts. Aber seht ihr, der eine, wo nur ein Talent gehabt hat und vor Jeschua gekommen ist, der konnte nicht sagen mit dieser Ausrede, ich habe meine Familie, meinen Hund und Katze und mein Hobbys. Er hat gesagt, er musste mit der Wahrheit raus. Er hat gesagt, nein, du bist ein harter Mensch und ich wusste, dass du hart beurteilst und ich wusste nicht, wie das gehen wird, also habe ich lieber das alles vergraben und hier hast du das eine. Aber er war nicht zufrieden. Und es geht ja um Knechte, es geht nicht um Leute, wo nicht Gott angehörig sind. Es geht um Knechte Gottes. Ja? Ein weltlicher Mensch ist nie Knecht Gottes genannt worden, nie. So, ich denke, wenn wir zurückkommen zu diesem Jakobusbriefstelle, dann sehen wir, dass es sehr wohl nötig ist, unsere Herzen und Hände zu reinigen, wenn wir weiter hoch möchten, ja, und gebraucht werden möchten. Dann müssen wir uns reinigen. Es geht nicht außenrum. Und wenn du dich nicht änderst, bleibst du unten. Du bleibst unten, du dienst nicht. Und du hast auch vielleicht nicht mal genug Befreiung für dich selber, dass du in dem Dienst Fuß fasst und hineinkommst. Weil der Feind, er ist raus in diesem Gartenbeet und versucht, das Wort zu ersticken. Er wird es versuchen zu verdorren, dass die Hitze und sonstige Sachen es unfruchtbar machen, dass Leute Anstoß nehmen. Er wird alles versuchen, dass es nicht zustande kommt. Und da gibt es richtige Dienstblockergeister draußen, die dich hindern in dein Vorankommen. Und das müssen wir sehen. Es ist der Feind, es ist der Teufel. Jeschua hat es offengelegt in diesem Gleichnis. Und ich habe diesen Vers auch aus Timotheus zitiert, in einem Haus sind viele Gefäße. Es gibt Gefäße zur Ehre und Unehre. Aber wenn du willst, dass es zur Gefäß des Ehre wird, dann musst du dich reinigen und dich einsetzen. Und dann wird man zu Ehren.
Also es liegt an dir, wenn du im Wachstum vorankommen willst. Jeshua hat gesagt, treib die Dämonen aus. Aber die meisten Gemeinden und Kirchen heute sagen, ein Christ kann keinen Dämon haben, Punkt, basta, fertig. Das ist ja eine menschliche Lehre, man muss es erkennen. Und es ist wie ein Freischein für das unsichtbare Böse Macht. Zeig mir eine Bibelstelle, wo heißt, ein Christ kann nicht. Steht so nie geschrieben. Aber wir haben Menschenlehren, wie auch schon damals die Pharisäer, sie hatten Menschenlehren. Und sie haben heute noch. Aber Jeshua hat gesagt, vergeblich, aber verehren sie mich, weil sie Lehren vortragen, die Menschengebote sind. In Markus 7, Vers 7. Und mein Bitte ist an euch, lehrt nur das, was geschrieben steht. Themen, die mit Menschenlehre zu tun haben, vermeide. Ich sage einfach, vermeide. Was nicht genauso drin steht, vermeide. Und ich könnte aus dem Stegreif nennen, aber ich will es hier nicht, weil ich will mit niemand Stress. Ich will auch mich nicht verteidigen. Aber ich sage nur, sprich nicht darüber, lass es sein. Ja. In Markus 1, Vers 21 bis 27, da heißt es, und sie begaben sich nach Kapernaum und sie gingen am Schabbat sogleich in die Synagoge. Das war gleich nach der Taufe Jeschuas, wo er die 12 Jünger gewählt hat, ging er in die Synagoge. Und er lehrte. Und sie erstaunten über seine Lehre, denn er lehrte sie wie einer, der Vollmacht hat und nicht wie die Schriftgelehrten. Und es war in ihrer Synagoge ein Mensch mit einem unreinen Geist, der schrie und sprach, lass ab, was haben wir mit dir zu tun, Jesus, du Nazarener, bist du gekommen, um uns zu verderben? Ich weiß, wer du bist, der Heilige Gottes. Aber Jesus befahl ihm und sprach, verstumme und fahre aus von ihm. Da zerrte ihn der unreine Geist hin und her, schrie mit lauter Stimme und fuhr aus ihm aus. Und sie erstaunten alle, so dass sie sich untereinander fragten und sprachen, was ist das? Was für eine neue Lehre ist dies? Mit Vollmacht gebietet er auch den unreinen Geister und sie gehorchen ihm. Meine Frage war, warum haben die Pharisäer viele Jahre zuvor und auch an diesem Tag nicht diesen bösen Geist ausgetrieben aus diesem Mann in ihrer Gemeinde? Warum hat der Dämon ihre Pharisäer und Schriftgelehrten nicht selber angeschrien? Warum konnte der Mann ein- und ausgehen in die Synagoge und kein Geschrei? Nein, kein Geschrei. Und auch jetzt nicht, in den meisten Kirchen und Gemeinden, es ist kein Geschrei. Ab und zu gibt es mal einen, dann sagen sie, ah, der Geist ist krank, also du, nächstes Mal komm bitte nicht mehr. Ja. So schnell hat man die Leute abgetan. Aber ja, ein Christ kann keinen Dämon haben. Er kann keinen bösen Geist haben. Die hatten das damals auch so schrecklich nett, habe ich gedacht. Ja, so schrecklich nett wie heute in den Gemeinden und Kirchen. Aber müssten wir heute nicht auch diese vollmächtiges Lehren in den Gemeinden und Kirchen haben? Wir brauchen es. Wir brauchen die Vollmacht. Jeshua hat gesagt, ich bin bei euch alle Tage. Er hat alle Vollmacht. Und? Wo ist die Vollmacht? Gern würde ich das den Theologen und Pfarrer und Priester und sonstige Leute fragen. Wo ist die Vollmacht? Zeig doch, wo ist die Vollmacht? Sie gibt sie kaum. Kaum, weil die meisten nicht. Aber heute müssen wir in der Vollmacht stehen, wenn wir bestehen wollen. Und ich habe auch wirklich diesen Drang, dir zu sagen, die heutige Aktivitäten, dämonische Aktivitäten, sie sind rasant. Die haben rasant zugenommen. Und
Wie können wir dem entgegnen? Den Kopf in den Sand stecken wird nicht helfen. Du musst nicht ein Raketenwissenschaftler sein, um das zu erkennen. Musst du nicht sein. Mach die Augen auf. Die Leute haben Probleme, die Leute haben Hindernisse, Blockaden, sie kommen nicht voran. Ihr Dienst stockt. Sie können kaum was in Kraft Gottes tun. Und das ist unser Fehler. Und ja, manchmal sagt einer was Gutes, aber dann brüllt der andere los und sagt, nein, 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 oh, lass uns in Ruhe, lass uns damit in Ruhe. Du willst uns das und das sagen, nein, lass das doch. Bequemlichkeit, Bequemlichkeit, dämonische Bequemlichkeit, lass es genau auf den Punkt bringen. Sind da Geister von Stolz oder Rebellion unterwegs, wenn Gläubige so reden? Alle sagen, ja, wir leben in der Gnade, in der Liebe Gottes ruhen wir. Alles ist wunderbar und Halleluja, happy, happy. Ja, ist es so happy, happy? Schön wär's. Aber wenn man nichts tun will und nur einfach abwarten will und in Gemeinde geht und das Leben genießen, dann frag dich, ob diese Stelle nicht auch dich betrifft, wenn es heißt, gleich dich nicht dieser Welt an. Ich habe ja gesagt, dein Markus 13, ja. Manche Leute mögen es nicht. Sie nehmen Anstoß. Sie mögen es nicht, wenn man ihnen die Wahrheit sagt. Sie nehmen Anstoß und werden richtig aufsässig, richtig hart. Dann sagst du, oh, hätte ich doch fast lieber nichts gesagt. Ja? Aber warum? Sie nehmen nicht Anstoß, dass der Feind kommt und sie erstickt, dass sie unfruchtbar sind. Nicht an dem nehmen sie Anstoß. Das wäre ja gut, wenn sie an dem Anstoß genommen hätten. Nein, sie nehmen Anstoß an dem Wort, an die Wahrheit. Da nehmen sie Anstoß und geben nicht zu, dass sie unfruchtbar sind und dass sie Ärger und Zorn in sich haben. Das ist das Traurige. Und wenn jemand denkt, so Leben in ein bisschen Gemeinde ist gut und wir ruhen uns schön aus in der Liebe Gottes und in der wöchentliche Ablauf, so denkt ihr, der Teufel ruht auch? Was denkt ihr? Der Teufel ruht? Nein, er ist super aktiv. Warum? Weil er weiß, dass er wenig Zeit hat. Die Schrift sagt es, er ist super aktiv. Und wisst ihr was? Besonders bei Leuten, die in die Gemeinde reingehen. Es ist so. Nicht, dass er überall erfolgreich ist, Halleluja. Aber er ist aktiv, wache. Jakobus hat es gesagt, wir haben es gelesen. Wach, denn der Teufel geht umher. Und wenn du wachst und deine Aufgabe richtig machst, und ich meine, die beste Aufgabe ist, dem Teufel entgegenzustehen. Tu was gegen ihn. Nicht einfach, oh, ja. Nein, geh raus, entgegne ihn. Wenn Jeschua gesagt hat, ich sende euch als Schafe unter die Wölfe, ja, menschlich gesehen, ja, toll, armer Schaf, aber nein. Er hat es ja gesagt, ich bin bei euch alle Tage. Da kann das Schaf mitten unter Wölfe durchhalten. Und so ist es auch. Mitten unter den Teufeln können wir leben. Halleluja. Aber lasst uns nicht erstickt sein. Lasst uns nicht unfruchtbar sein. Lasst uns nicht Unterdrückte sein. Wisst ihr, er unterdrückt und er zerstört, wenn er nur kann. Hier in dem Gleichnis haben wir gelesen, der,
dass da kommt der Böse und raubt das, was in seinem Herzen gesät ist. Und die Frage ist, wie ist das möglich? Sind wir vergesslich oder haben wir Sünden oder irgendein Fluch oder mit Zauberei zu tun? Ja, was ist passiert, dass er uns den guten Saat rauben kann? Und wirklich, ich habe viele gute Sachen vergessen. Selbst wichtige Träume und wo ich wusste ganz genau, es ist von Gott, habe ich kurz danach vergessen. Ja. Und auch wenn du lesen willst, lies doch mal ein bisschen. Wie schnell vergisst du ein paar Sachen, wichtige Sachen, wo du gelesen hast, vielleicht vor 10 Minuten. Prüft euch doch mal, lies mal 10 Verse. Ja? Kinder, lies mal 10 Verse, gegenseitig das Gleiche. Und dann fragt euch ab, macht das zu und fragt ab, was hast du denn gelesen? Aber nicht sofort, vielleicht 10 Minuten später. Was hast du gelesen in den 10 Verse? Boah, so viel. Ja? Und wenn es der andere auch gelesen hat, dann können sie sich helfen. Lasst euch nicht berauben. Und die anderen sind halt anders. Die lassen sich von dem Wort schnell, enthusiastisch, die nehmen das schnell auf. Aber sie haben keine Wurzel, sondern sind wetterwendig. Und wenn Bedrängnis und Verfolgung entsteht, um des Wortes willen, so nehmen sie Anstoß. Es sind so Sonnenscheinchristen, würde ich sagen. Wenn alles okay ist, ist es gut, ansonsten nicht. Happy, happy, Christians. So. Meistens, ich will jetzt nicht Namen sagen, ich habe es leider geschrieben. Aber... ja, die gibt es auch überall. Aber viele von diesen Leuten, die wollen kein Bedrängnis, die wollen nicht Verfolgung, Trübsal. Natürlich, keiner will das. Aber sich das gar nicht zumuten, die Kosten zu überschlagen, das ist doch schade, wenn jemand nur die Vorteile eines Christseins ausleben möchte. Und es gibt auch viele von den Gläubigen, die wirklich unter Sorgen dieser Weltzeit leben oder lassen sich vom Reichtum betrügen und sind dem Geld hinterher. Und all diese Dinge macht dich unfruchtbar. Das musst du erkennen. Das Wort ist wahr. Und wir müssen nicht auf unsere 5 Sinne fokussiert sein, das, was wir sehen, sondern wir sollen auf den Geist Gottes fokussiert sein, auf das Unsichtbare, die Gaben des Geistes und in ihnen wirken. Freude, Friede, Liebe, das sind wichtige Dinge. Die kannst du nicht sehen, aber die kannst du tun. Und die sollst du auch tun. Ich habe auch gelesen, dass Gott eifert nach dem Geist, den er in uns gelegt hat. Also wir müssen nicht Eigenwille betreiben, sondern wirklich Gottes Willen nachkommen. Und Gott sucht solche Anbeter, die ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten und nicht die einfach ein paar Sachen tun, damit jeder es mitbekommen hat. Und ja, sei stark, lass dich nicht berauben und nimm auch nicht Anstoß gegenüber das Wort. Nimm das Wort Gottes an, lerne daraus, lass dich erziehen. Demütige dich unter Gottes Hand und er wird dir Gelingen geben in allem, was du tust. Ansonsten lebst du weiterhin mit deinen Problemen und Bedrückungen und Einschränkungen und Hindernisse und das soll nicht sein. So lass dich nicht geistlich ersticken. Finde heraus, wo du stehst oder du weißt es wahrscheinlich. Finde es heraus. Du kennst deine Charaktersünden, du weißt, wo der Feind Zugang zu dir hat. Sei ehrlich vor Gott und gib ihm die Ehre. Wir haben auch letzte Woche eine Prophetie gehabt, die habe ich jetzt kurz gefasst. Ich habe das gestern, glaube ich, oder vorgestern bekommen, übersetzt. Aber ich möchte es kurz zusammengefasst haben, weil wir haben das Wort, das geschriebene Wort, aber Gott redet auch heute zu seinem Volk.
Und es ist gut, wenn wir gehorsam sind. Es ist gut, wenn wir auf ihn hören. Und da habe ich einige Sachen so von oben nach unten durchgegangen und ich habe einfach gesehen, dass, ja, was möchte Gott? Er sagt, ich möchte, dass du verlangst nach meiner Arbeit. Tun wir seine Arbeit. Hast du ein Verlangen nach seiner Arbeit? Dass du dürstest nach meinem Wort, damit der Heilige Geist in dir oder an dir arbeiten könnte oder an deinem Herzen arbeiten kann. Du musst dürsten. Du wirst nicht einfach aus heiterem Himmel überschüttet mit all den Segnungen und Gnadengaben Gottes. Du musst ein Verlangen dafür haben. Und wie sind wir? Da ging es darum, stattdessen sind wir geistlich verarmt, besorgt, eitel ist dein Verstand. Und nehmt diese Zurechtweisung hin, nehmt es an. Wenn er das sagt, und das sind ja auch viele Dinge, wo menschlich, es ist so, da gibt es sehr viele Schriftstellen, wo das sagen über den Menschen. Und wir sind nicht anders wie die Mehrheit, was vom Fleisch und Blut herkommt. Wir sind geistlich verarmt, besorgt, eitel ist dein Verstand. Und lasst uns das zurechtrücken. Er wird uns helfen, er wird uns gerne helfen. Und Gott möchte, dass allen Menschen geholfen ist. Ja? Das ist sein Wille. Ja, genau, und da habe ich geschrieben, wie möchte er uns haben, dass du anhältst auf deinen Weg und nachsinnst. Halte inne, renn nicht einfach weiter, Tradition, 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 oh, nächste Woche, nächste Woche, nächste Woche. Nein, mach mal Pause, überleg dir. Lass das Wort auf dich einwirken. Dass viele geläutert werden in Zeiten der Not, ständig streben, dass unsere Gedanken und Wünsche in ihm sind. Wisst ihr, jeder will, ich. Ich und mir und mein und nochmal mich und mein. Und naja, das kennt jeder, ich auch. Danach dürsten, dass er seine große Arbeit verrichtet in deinem Inneren. Er nennt es eine große Arbeit, in dir seine Arbeit zu vollbringen. Er nimmt es nicht leicht. Nimmst du es leicht? Nimmst du seine Arbeit leicht? Frag dich das. Nimmst du seine Arbeit leicht? Er sagt es, es ist eine große Arbeit an dir. Er sieht es nicht so als mickrig. Nein. Damit du vollkommen gereinigt, geheiligt wirst durch das Wort. Ja, und das Wort ist dieses Wasserbad, wo wir nehmen können, wo wir in uns haben dürfen, aufnehmen, bleibend in uns haben dürfen. Und das kann dir niemand nehmen. Ich habe gesagt, früher hatte die Menschen in der Bibel hatten keine Bibel. Und heute haben wir, ich habe mir sicher 20, 30, wenn nicht mehr. Aber was bringt es mir, wenn ich es nicht mehr drin in mir habe? Was bringt es mir? Und was bringt es mir, wenn sie jetzt heute alle meine Bibel wegnehmen würden? Wenn ich es nicht teilweise in mir habe, wäre ich doch arm dran. Ja, dann habe ich einfach eine Kollektion gehabt und naja. Habt ein starkes Verlangen zur Heiligung und Vorbereitung deines Inneren. Warum? Und das fand ich so gut in dieser Prophetie. Weil ich dich erwählt habe zum ewigen Leben und nur gereinigt hineinkommst. Es ist die Wahrheit, von vorne bis hinten. Macht was daraus. Nehmt es ernst. Gottes Wort ist wunderbar. Es ist wunderbar. Es gibt Leben. Es gibt Leben. Ich möchte, dass wir aufstehen und ich habe ein Gebet geschrieben letzte Woche. Ich habe sie heute oder gestern irgendwie noch ein bisschen umgeändert. Aber lass uns das gemeinsam. Du kannst es gern zuerst lesen, dass du weißt, dass du nicht irgendwas Falsches liest. Du musst nicht, lies es ruhig. Und dann möchte ich, dass wir aufstehen und es gemeinsam laut beten. Amen. Bitte steht auf.
Aber lieber Vater, im Namen Jesus, bitte ich dich, wenn irgendetwas vom Bösen hier bei mir ist, in meinem Leben, um meinem Leben, der mich angreift, krank macht oder versucht, mich zu überzeugen, dass ich nicht bereit und vorbereitet sein muss, sondern dass ich schon bereit und vollkommen bin, um mich nicht mehr nach Befreiung und Heiligung zu bemühen. Wenn irgendwelche geistliche Hindernisse, Blockaden und schlechte Charaktereinflüsse in mir sind, die versuchen, mein Leben und Dienst für das Reich Gottes einzuschränken, so bitte ich dich, mich davon jetzt zu befreien. Amen, Amen. Halleluja. Lasst uns gemeinsam beten. Vater, wir bitten dich, dass du dieses Wort wirklich an uns erfüllst. Möchte ich bitten, dass du alles Böse von uns nimmst, dass nichts, was vom Feind ist, an uns sein Treiben weiterhin tun kann, Herr unser Gott. Ich möchte dich darum bitten, verherrliche du dich in deinem Volk. Verherrliche du dich in deinem Volk, Herr. Halleluja. Wir bitten dich, Vater, sende deinen Engel, löse deinen Engel, die uns heute dienlich sind. Herr unser Gott, damit der Feind nicht weiterhin in uns sein Unwesen treiben kann. Ich möchte dich bitten, dass du den Feind binden tust, Herr unser Gott, dass keiner entkommt, sondern führe den Feind hinab, Herr mein Gott, binde es, führe sie hinab, Herr mein Gott. Möchte ich darum bitten, dass du Befreiung schenkst, dass jeder von uns wirklich in Freiheit dir dienen kann. Halleluja, Halleluja, gepriesen seist du, Herr unser Gott, erweise du deine Treue heute an uns. Wir bitten drum, Herr unser Gott, erweise du dich als der starke Helfer. Gib Gnade, dass wir deine Befreiung erleben hier in Singen. Gib Gnade, dass wir dir dienlich sind, unser Gott. Hab Erbarmen, mein Gott, hab Erbarmen. Schenke es uns, Herr, dass wir in die völlige Freiheit des Messias hineingelangen. Halleluja, gib Gnade, Herr unser Gott. Gib Gnade, dass du erhoben wirst, dass du gepriesen wirst. Halleluja, dass wir wirklich nur Lob und Dank haben, wenn wir an dich und dein Wort denken, dass kein Anstoß in uns ist, dass keine Rebellion in uns ist. Herr, nimm die Geister der Rebellion von uns, nimm die Geister des Stolzes von uns, Herr unser Gott, und mach uns zu Gefäße, die gebrauchbar sind. Fülle du uns neu, Herr unser Gott, erfülle du uns mit deinem Geist und Kraft. Du hast gesagt, du hast alle Vollmacht und ich bitte dich, dass du in Vollmacht wirkst, Herr unser Gott. Hab Erbarmen, wirke du, Herr, wirke in unserer Mitte, wirke, Vater, in Jeschuas Namen bitten wir dich. Halleluja, gepriesen seist du, unser Gott. Du siehst, wie viel in der Vergangenheit der Feind uns in den Weg gelegt hat und wir wollen jetzt innehalten und wirklich uns ausrichten nach dir, Herr unser Gott. Wir wollen deinen Namen erheben, dich rühmen, Herr unser Gott, dich bitten, gib Kraft und Reinigung und Heiligung jedem Einzelnen. Gib dein Wort, dass es wirken kann in uns. Heilig, heilig bist du, Herr unser Gott, möchte ich bitten, dass du dein Werk in uns tust. Wirke, treuer Gott, und überführe die Menschen von ihren Sünden, überführe sie, dass sie ihre Sünden lassen und hassen, Herr. Dass sie dich allein lieben, oh Gott. Gib Gnade, dass wir dein Werk nicht lässig tun. Denn dein Wort sagt, verflucht ist der, der dein Wort mit lässigen Händen tut. Möchte ich bitten, dass jeden Einzelnen dein Werk wichtig wird. Herr, dass dein Werk wirklich das Vornehmste und das Größte ist, Herr unser Gott. Bitte mach du uns zu Werkzeugen und vergib du unser Schweigen. Vergib dort, wo wir Unterdrückte des Satans waren und geschwiegen haben. Vergib uns und reinige du uns von jeder bösen Macht, Herr mein Gott, die uns Lügen aufgetischt haben, Lügen über Lügen, Herr unser Gott, die uns beraubt haben, allen guten Wortes. O Herr, ich bitte dich, dass du dein Wort erneut in unsere Herzen pflanzt. Wirke du, Herr unser Gott, hab Erbarmen und schenke deine Kraft, Herr unser Gott, herrlicher Heiland. Ich möchte dich bitten,
dass du dein Volk führst. Du bist der gute Hirte und du siehst, wie viele falsche Hirten in dieser Welt umhergehen und die Menschen mit Menschenlehren lehren. Herr, ich bitte dich, dass dein Wort in uns wirklich aufgehalten wird und hochgehalten wird und geehrt wird, dass wir in Gottesfurcht vorangehen, dass wir es nicht nur auf leichte Schulter nehmen, Herr unser Gott. Ich möchte dich bitten, verbanne jede böse Macht aus jedem Menschen hier in diesem Raum, Herr, der ihn drangsaliert und nachstellt. Ich möchte dich bitten, dass deine Befreiung über uns kommt, Herr. Gieß aus der Gnade in uns, Herr unser Gott. Wasche du uns rein, Herr. Mach du uns frei. Das Evangelium, das du verkündet hast, ist das volle Evangelium, Herr unser Gott. Es ist nicht nur, du bekehr dich und tu Buße und nimm Jesus in dein Herz, sondern du hast auch getan. Du hast auch die Gefangenen freigesetzt, Herr unser Gott. Ich preise dich von ganzem Herzen, dass du auch heute dieses Evangelium hinaussenden möchtest, dass die Menschen dies tun, Herr unser Gott. Ja, dein Wort sagt, über dich, aber auch über uns, Herr, ist dein Geist ausgegossen. Du hast gesagt, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, den Armen frohe Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesandt, zu heilen, die zerbrochenen Herzen sind, Gefangene Befreiung zu verkünden und den Blinden, dass sie wieder sehen werden, Zerschlagene in Freiheit zu setzen, um zu verkünden das angenehme Jahr des Herrn. Möge dieses Jahr angenehm sein vor dir, Herr, wo wir all diese Dinge erfahren und auch selber dem anderen Menschen dienen können mit dem, Herr unser Gott. Wenn dein Geist auf uns ist, dann dürfen wir diese Worte sprechen. Wir dürfen diesen Trost unseren Mitmenschen zusprechen, Herr. Ich möchte dich bitten, dass du unseren Glauben stärkst, damit wir vorangehen, nicht in eigene Kraft, nein, sondern in deinem Geisteskraft, Herr unser Gott. In dir allein wollen wir gehen, Herr. Hilf uns, dass wir dein Wort getreu, gehorsam sind und nicht hinzufügen und nichts wegnehmen, Herr, sondern dein Wort lieben und dich ehren in allem, was wir tun und sagen. Vater, wir bitten dich in Jeschuas Namen, dass deine Herrlichkeit groß wird, auch in unserem Gemeinde, in unserem Leben und in unserem Dienst, Vater. Wir bitten dich, wirke in uns, wirke. Halleluja, gepriesen seist du, unser Gott. Gepriesen seist du, Herr, unser Gott. Halleluja. Preis und Ehre sei dir. Preis sei dir, unser Gott. Sei verherrlicht für und für. Wir geben dir alle Ehre. Wir danken dir, dass bei dir viel Befreiung ist, viel Vergebung ist, viel Wiederherstellung, Herr unser Gott. Möge diese Wiederherstellung stattfinden. Halleluja, 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 Halleluja. Wenn jemand Gebet möchte, ich möchte bitten, kommt nach vorne. Wenn jemand Gebet möchte, ich weiß, wir machen das sonst nicht, aber oder selten, aber fühl dich frei. Wir beten mehr für dich. Ich möchte dich bitten, höre auf das, was Gott dir sagt und nicht, was dein Gedanken und in deinem Herzen, was der Feind da hineinmischen will, sondern hör auf die Worte Gottes. Wenn du seine Stimme heute hörst, verstock dein Herz nicht. Halleluja.